Und hiermit ein herzliches Willkommen zur dritten und letzten Podiumsdiskussion heute bei den TUX-Tagen. Und zwar im Thema mit den imagebasierten Linux-Distributionen. Ich habe hier zwei wundervolle Gäste mitgebracht, beziehungsweise sie sind einfach gekommen. Das ist sehr, sehr schön. Wir sind ja alle sehr verteilt. Einmal den Daniel und den Steve. Und ich würde sagen, stellt euch doch mal beide ganz, ganz kurz vor. So reihenfolgetechnisch ist es mir eigentlich egal. Habt ihr da eine Präferenz? Ansonsten würde ich sagen, wir fangen einfach mal mit Daniel an. Ja. Also ich habe auch keine Präferenzen, wer zuerst geredet hat. Genau, Daniel, ich benutze jetzt, also es geht ja um imagebasierte oder immutable Linux-Desktops und deswegen, ich bin jetzt seit Fedora 34, 35, also quasi so ein Release, nachdem es veröffentlicht wurde, bin ich damit eingestiegen und seitdem auf meinem privaten Rechner schon die ganze Zeit auf Fedora Silverblue. Mein Dienstgerät habe ich jetzt auch seit einem Jahr umgestellt, also seit zwei Major-Releases. Und deswegen hoffe ich mal, dass ich hier die ein oder andere Frage beantworten kann, ein bisschen Wissen mitbringen kann und freue mich schon drauf, mit dem Steve ein bisschen zu diskutieren. Okay, wie schon erwähnt, also mein Name ist Steve Zapka. Ich selber bin eigentlich eher bekannt in dem Bereich, dass ich Windows-Anwendungen unter Linux portiere. Heute allerdings mache ich noch einen anderen Vortrag, speziell zu OpenSUSE Micros, da ich seit Januar diesen Jahres komplett auf OpenSUSE Micros umgestiegen bin. Anfangs auf die neue Namensnennung, OpenSUSE Aeon. Und seit knapp über einem Monat arbeite ich halt speziell an einer neuen Variante, habe das dem Kind auch einen Namen gegeben, nämlich OpenSUSE Baldor. Wo ich quasi eine neue Variante anbieten will mit dem XFCE-Desktop. Genau. Absolut, super cool, vielen, vielen Dank. Ja, und ich bin ja mit der schnippischen Frage ins Rennen gegangen, wer macht das Rennen jetzt von Silverblue oder MicroOS und die anderen ganzen imagebasierten Systeme, die es da vielleicht draußen sonst noch gibt, die dann noch schlummern, sage ich mal, jetzt für den Endanwender. Und genau, ihr habt ja euch beide schon so ein bisschen positioniert. Ich weiß nicht, hast du schon, Daniel, so was du hauptsächlich nutzt, da wo du auf jeden Fall Potenzial drin siehst, sagen wir es mal so, was so dein Steckenpferd vielleicht ist? Was heißt Steckenpferd? Also für mich ist der Immutable Desktop als solches einfach die Zukunft. Wir sehen das halt in der Mobilindustrie heute schon, sei es ein iOS oder ein Android, unten drunter das Betriebssystem selbst, das kann man gar nicht mehr ändern. Was halt viele Sicherheitsaspekte schon mal mitbringt. Und wenn wir eine ähnlich gute Funktionalität auf den Linux-Desktop bekommen oder auch auf Linux andere Geräte, Fedora Immutable gibt es ja nicht nur als Desktop, MicroOS ja auch nicht. Und ich denke, das ist einfach die Zukunft, wo Linux hingehen wird. Ja, und das ist auch meine Position dazu, und da als Early Adopter dabei zu sein und mitzuwirken, wie das in Zukunft aussehen wird, wie es sich verhalten wird, das macht mir halt besonders viel Spaß. Mitzugestalten vor allem, denke ich. Ne? Also, ja, definitiv. Sehr cool, kann ich mir vorstellen. Gerade der Punkt mitgestalten, ja. Deswegen habe ich ja halt auch angefangen, diese XFCE-Variante mit zu implementieren oder bin halt dabei, weil halt in meinen Augen das auch Zukunft hat. Klar, ich sag mal, für den eingesessenen Linux-User, der gerne alles konfigurieren will am System, ist es natürlich bei Silverblue und MicroS natürlich ein bisschen schwieriger, die ganzen Config-Dateien zu ändern, aufgrund, dass ja einfach die Root-Ebene von der Benutzerebene getrennt ist, völlig voneinander. Dennoch, mit ein bisschen Einarbeitungszeit geht das auch. Ja, man muss dann halt ein paar Schritte mehr machen, aber grundsätzlich geht das weiterhin. Aber halt diesen Schritt zu gehen, dass man dann halt komplett einen Cut macht und switcht dann zu den anderen beiden, also ob es jetzt Silverblue oder MicroS sind, die sind ja beide vom Grunde her ähnlich aufgebaut und gestrickt. Ich bin mir jetzt bloß gerade nicht sicher, ob Silverblue auch diese Heal-Check-Funktion hat, dass also zumindest unter MicroS gibt es das, dass wenn man jetzt Updates einspielt in der Root-Ebene, und man macht einen Neustart. Also das ist ja eigentlich das Grundsätzliche, einen Neustart zu machen. Dann wird erstmal überprüft, ob es da irgendwelche Probleme gibt. Und wenn es irgendwelche Probleme gibt, dann startet er einfach das ältere Snapshot und der Benutzer landet nie wie unter Windows, sage ich mal, in
im völligen Chaos, also in dem Blue Screen, sondern er kann weiterarbeiten. Und das Geile daran ist noch, der zieht dann nicht sofort wieder diese Updates im Hintergrund. Also das passiert ja eh alles vollautomatisch. Damit kommt der Benutzer ja gar nicht in Kontakt. Also der normale Endanwender. Und der wartet dann so lange drauf, bis dann wieder neue Änderungen stattfinden oder abgerufen werden können. Und dann wiederholt sich das Prozedere. Also man landet im Normalfall, also ich habe das jetzt seit Januar gar nicht gehabt auf meinem produktiven System, man landet immer auf einem funktionierenden Desktop. Oder halt, wenn man keinen Desktop nutzt, dann halt im, ich sage jetzt mal, in der Kommandozeile. Genau. Ja. Also ich weiß nicht, wie sophisticated der Health Check tatsächlich ist bei MicroOS. Bei Silverblue gestaltet sich das so, natürlich so die Systemebene, das heißt so Kernel, System.de, ladbare Treiber und sowas, das wird mit überprüft und im Notfall landet man halt im Grub und kann sich dann für eins der gepinnten oder früheren Varianten entscheiden. Automatisch würde man das genau vorhergehender ausgewählt. Bei Fedora IoT, was ja auch auf dem Mitte ist, geht es noch ein Stück weiter. Da gibt es dann so Green Boot, das ist so eine Zusatzsuite, wo man auch eigene Skripte hinterlegen kann, weil das halt gerade im IoT-Umfeld besonders wichtig ist. Für die Desktop-Varianten gibt es da momentan keinen Watchdog-Daemon, der ganz weit also auf User-Ebene mitläuft, um zu überprüfen, ob alle meine Programme laufen, was, glaube ich, auch schwierig wäre, das komplett abzufangen. Was jetzt die grundsätzliche Rollback-Fähigkeiten angeht, ist es, glaube ich, beides sehr ähnlich, weil auch MicroOS ist ja OS-Tree-basierend und dementsprechend da auch ganz ähnlich. Und das erlaubt halt, und ich habe das jetzt gerade gemacht, mit der, also quasi auf Fedora 39 zu rebasen, einfach so. Und wenn man nicht damit zufrieden ist, halt wieder zurück zu rebasen auf 38 und zu sagen, damit arbeite ich weiter. Ja, und das ohne, dass einem dabei das System komplett kaputt geht. Das ist natürlich sehr, sehr cool, diese Rebase-Funktion, dass man sagt, okay, gut, man tauscht einfach das, die Basis drunter einfach aus. Ne? Also beispielsweise, wenn ich bin jetzt im Debian-Umfeld, ich habe jetzt hier gerade mein Debian laufen, es wäre unmöglich, jetzt auf Debian 11 nochmal zurückzuwechseln. Also geht gar nicht. Ne? Also ist technisch absolut nicht in irgendeiner Form realisierbar, ohne dass man da, drei Handstände auf einmal macht, wenn der Mond richtig steht und noch irgendwas. Also von daher, das ist schon eigentlich sehr, sehr beeindruckend, meiner Ansicht nach. Seht ihr vielleicht neben diesem Austauschen von diesem System, was für Vorteile seht ihr da sonst noch? Weswegen ihr sagt, okay, gut, die image-basierten Systeme, die werden auf jeden Fall auch langfristig das Rennen machen. Erstmal egal welcher von beiden, aber ich gehe mal davon aus, dass ihr da ganz stark davon ausgeht, oder? Und vielleicht habt ihr da noch weitere Vorteile. Also ich gehe definitiv davon aus, weil letzten Endes, man trennt jetzt vollkommen die Root-Ebene von der Benutzerebene. Man erhält dadurch ein minimales System, also der Unterbau, den kann man so minimal wie möglich gestalten und die Anwendungen als solches, die der Benutzer dann letzten Endes verwendet, rollt man einfach als Flatpak-Apps aus. Also zumindest ist es unter OpenSUSE MicroOS der Fall. Ich glaube, Silverblue ist es ja dasselbe, dass man das auch als Flatpak-Apps rausrollt. Und dadurch kann man, also bei OpenSUSE MicroOS gibt es ja einmal die Variante, dass es ja halt auf TumbleView als Basis aufbaut, also der Unterbau. Es gibt ja aber auch noch das Gegenstück, was quasi die Leap-Ebene, sage ich mal, dass das, da habe ich mich aber noch nie genauer damit beschäftigt, muss ich ehrlich zugeben. Aber ansonsten, man erhält ein wirklich top aktuellen Unterbau plus dann noch die neueste Software und Flatpak-Ebene, wo halt wirklich die Anwendungen alle containersiert, in Container quasi laufen. Ja, und wenn da irgendwas nicht funktioniert, dann schmeißt man halt die App wieder runter oder mit FlatSeal zum Beispiel kann man ja dann noch die einzelnen Anwendungen nochmal grafisch die Permissions einstellen, was ja auch nochmal sehr schön ist. Da bin ich eigentlich auch fast der Meinung, man sollte das, also gerade FlatSeal, eigentlich gleich mit fest integrieren. Weil damit kann man nun mal auch gerade, zumindest ging es mir so mit dem XFCE-Desktop, halt auch bestimmte Einstellungen machen, dass das halt auch mit einem 4K-Monitor einfach mal kompatibel ist. Klar, da gibt es so ein paar Settings, komme ich dann später nochmal drauf zurück, dann in meinem Vortrag, aber also
Flat Seal sollte eigentlich mit drauf sein. Oder man integriert es halt irgendwie, weil alles andere müsste man halt dann übers Terminal machen und das macht man dann dem Endanwender, der vielleicht nicht so weit drinnen steckt, macht man es dann einfach wieder schwieriger. Aber vom Grunde her finde ich, egal ob Silverblue oder MicroS, ideal für einen Endanwender, der nicht so sehr mit dem System in Berührung kommt. Genau. Ja. Bevor wir jetzt in Flatpak reindiven, weil das gerade so hochgeschwappt ist, nochmal ganz kurz zurück zu dem OS-Tree. Der für mich größte Vorteil ist eigentlich der, den wir bei vielen früheren und auch immer noch aktuellen Distributionen ganz häufig spüren. Also du als Debian-Nutzer zum Beispiel schon, das ist eventuell kennen, wenn du irgendeinen Dienst updatest, dann sind dort Skripte hinterlegt, Hooks, die im Nachhinein ausgeführt werden, ja, um zum Beispiel dein MySQL neu zu starten. Unter Debian-System werden die Dienste halt neu gestartet, unter Red Hat Family-System nicht, bei OpenSUSE weiß ich es nicht. Und man hat auch in RPMs, ist es so, da kann man bestimmte Skripte hinterherlaufen lassen und sowas. Und wenn die jetzt beim Installieren oder Updaten oder was weiß ich nicht erfolgreich sind auf einem traditionellen System, dann hat man im Worst-Case-Szenario halt ein kaputtes System oder einen kaputten Dienst. Und das ist bei OS-Tree komplett anders, weil es gibt keine Skripte, die im Hintergrund laufen, sondern im Grunde zieht man sich immer ein betriebsfähiges Image runter. Mhm. Ja. Und das kann man jetzt erweitern durch zum Beispiel Flatpaks, Container oder Overlays. Also Overlays ist mit Absicht als letztes genannt, weil es sollte immer so letzte Möglichkeit sein. Aber wer unbedingt zum Beispiel KVM auf seinem Linux-Desktop haben möchte, der wird wahrscheinlich um Overlays nicht drum kommen. Es sei denn, er macht ganz viele Handstände in Containern. Aber auch da, die Entwicklung geht sehr schnell vorwärts und ich gebe dem Steve völlig recht. The way to go für Desktop-Applikationen ist aus meiner Sicht auch ein Container-Format, ob das jetzt Flatpak oder App-Images oder was weiß ich, ist es eigentlich. Weil du das gerade angesprochen hast mit dem KVM, habt ihr das? Ich wurde nämlich gestern gefragt wegen KVM, wegen der Netzwerkbrücke. Also, falls ihr dazu noch keine Lösung habt, ich hab sie. Also ich benutze ja bei mir unter OpenSUSE MicroS ja auch KVM, um einfach dort virtuell meine zweite Grafikkarte durchzureichen, plus meine USB-Geräte und so weiter, um einfach reelle Tests durchzuführen, weil, wie ihr ja wisst, wenn ihr VirtualBox oder sowas nutzt, dann ist halt immer, ist man streng limitiert. Und also ich hab das ganz easy, also unter OpenSUSE ist es sehr easy, aber eigentlich auch bei den anderen. Man muss halt bloß, also ich habe zwei Netzwerkanschlüsse und da reiche ich einfach den einen Netzwerkport einfach durch. Genau. Also so kompliziert ist das eigentlich gar nicht. Fällt mir gerade so ein. Ja, sehr cool. Ich habe also beispielsweise, klar, also meiner Ansicht nach, wenn wir jetzt mal da reingehen, sind die containerbasierten Paketformate, in Anführungszeichen, also Programmformate, wie jetzt Flatpak, meiner Ansicht nach vor allem Flatpak, aber auch Snap würde dazugehören, App-Image in gewisser Weise noch, die sind meiner Ansicht nach auf jeden Fall die langfristige Zukunft, vor allem im Desktop-Markt. Jetzt stellt sich aber mir beispielsweise die Frage, also ich nehme einfach mal so ein bisschen die Gegenposition ein, dass wir da so ein bisschen spannender haben auf jeden Fall. Kriegt man nicht das, also was also ich sehe, also beispielsweise ich persönlich, also ich denke, ihr seid gerade beide auf Containerbasierten, also auf du auf Silverblue, Daniel, und Steve, du auf MicroOS selber, oder wo bist du ganz genau drauf? Ich bin direkt auf OpenSUSE MicroS gerade, genau. Direkt auf OpenSUSE MicroS. Mit meiner XFCE-Implementierung, genau. So sieht's aus. Ja, sehr cool auf jeden Fall. Aber beispielsweise mir stellt sich die Frage, aktuell wird es ja gerade noch sehr schwierig sein, in ganz speziellen Konfigurationen, wenn du ein bisschen mehr mit deinem Linux machen möchtest, das dann genauso anzupassen und so lauffähig zu bekommen, wie jetzt beispielsweise unter einem Debian. Und jetzt stelle ich mir die Frage, okay, gut, wenn du beispielsweise jetzt dir dein ganz normales Debian holst, du hast halt dein ganz normales APT, den ganzen Mist noch drin, ich nenne ihn mal Mist, du kannst aber trotzdem Flatpak nutzen. Das heißt, eigentlich, wenn wir das so sehen, wenn wir uns jetzt zum Debian anschauen, das läuft mit seinen Updates, also ich denke, da werdet ihr wahrscheinlich zustimmen, auch super stabil, auch über die Updates hinweg. Natürlich, wenn man was am System verändert, dann ist man selber schuld im schlimmsten Fall, oder wenn man da halt viel dazu installiert und du hast dir das Beispiel mit MySQL gebracht, gut, ist, glaube ich, jetzt bei einem Endanwender, glaube ich, gar nicht so stark natürlich vertreten, aber ich könnte mir vorstellen, dass man eigentlich mit einem Debian, jedenfalls aktuell,
sogar stressfreier unterwegs ist, wie wenn man jetzt was Container, also Image-basiertes verwendet, oder Immutable, ja, wie man es auch immer nennen möchte. Ich würde sogar mir gerade vorstellen, dass es einfacher ist. Würdet ihr dem zustimmen oder würdet ihr sagen, ja, aber das wird besser oder nein, das ist komplett ganz anders? Sehr gerne einfach mal. Werfe ich einfach mal in den Raum. Ja, man ist flexibler. Das ist meine Antwort. Mit traditionellen Systemen. Also es ist nicht nur, dass man mal ein Paket nachinstallieren möchte. Ich habe ganz konkret zum Beispiel jetzt bei meinem Arbeitsgerät das Problem gehabt. Mein Arbeitgeber, der hatte irgendwelche Display-Link-Docking-Stations. Die haben natürlich keinen ordentlich gepflegten Open-Source-Upstream-Treiber, sondern da gibt es irgendwo ein GitHub-Repo, wo man sich die Quellen zusammenbauen kann. Da muss man mit AK-Mods den Kram nachladen und dementsprechend hebelt man ganz schnell so Sachen wie Secure Boot, aber eben auch die Immutability aus, indem man halt anfängt, irgendwelche Overlays drauf zu bauen, die sich dann beschweren, dass man in bestimmten Verzeichnissen nicht schreiben kann, weswegen man im Admin-Override-Modus landet. Und das ist nicht schön. Das ist wirklich nicht schön. Ja, das heißt, mit einem Debian oder einem traditionellen Fedora Workstation oder einem traditionellen OpenSUSE ist man deutlich flexibler. Hundertprozentig. Was die Stabilität angeht, da gibt es im Deutschen leider eine ganz hässliche Geschichte, weil stable im englischsprachigen Softwareraum heißt, dass die API sich nicht verändert. Stabil im deutschen Sprachgebrauch heißt, dass es nicht abstürzt. Das sind zwei völlig unterschiedliche Darstellungen. Will sagen, Debian aus meiner Sicht, also ganz konkret Debian, ist auch ein rocksolides System. Ja, das ist sowohl stable als auch solid. Ja, also das crasht sehr selten. Ich habe lange Zeit selbst auf Debian gearbeitet, vor allem in Serverumgebungen. Auf der anderen Seite ist es auf gar keinen Fall nutzerfreundlich. Mhm. Ja, wer mal den 3-Punkte-Installer von Fedora gehasst hat, weil der Button fürs Weiter links oben ist, oder sich geschafft hat, durch die 5 Punkte von Ubuntu durchzuklicken, oder bei OpenSUSE ist ähnlich einfach. Und der wird beim Debian-Installer, vor allem dem textbasierten, dann erstmal ganz anders da sitzen. Und das fängt halt nicht nur beim Installer, also es ist nicht nur der Installer, es sind viele andere Sachen, die dazukommen. Ja, ich habe jetzt mal Debian als Beispiel genommen. Ich glaube, man kann auch Ubuntu oder Mint nehmen, ne? Aber klar. Also, ja. Es gibt ganz viele andere Sachen, die dann eben auch schnell kompliziert werden. Und was ich persönlich sehr schwierig finde, ist, ganz häufig gibt es sehr alte Dokumentationen im Internet, die einem dann erzählen, ja, da musst du einfach nur das machen und hier dann dieses APT noch irgendwie drüber bügeln und Leute machen das und dann ist es APT-get bitte. Viel Spaß. Dokumentation ist wirklich ein guter Punkt. Das stimmt. Als ich mit Debian gearbeitet habe, war es nach Aptitude, aber oder dann war es gerade Aptitude, was dann nicht mehr hip war, aber ist egal. Ich will sagen, man kann so ein Debian, wenn man möchte, vor allem als unbedarfter Nutzer oder jemand, der sich nicht auskennt, auch sehr viel schneller kaputt machen, als man zum Beispiel ein Silverblue oder ein MicroOS kaputt machen kann. Und das auf jeden Fall. Kaputt zu machen, ist sehr schwer. Zumal wir reden jetzt hier immer bloß von dem manuellen Eingriff. Das heißt, wenn der Endanwender das selber verbockt, ne? Ja. Wir haben ja noch gar nicht über die Sicherheit geredet, weil wenn es um einen Sicherheitsfaktor einfach mal geht, zur klassischen Distro, jetzt wie Debian, schützt uns, ob Silverblue oder MicroS, einfach auch mal vor Schadsoftware in der Hinsicht, also vor Malware, wie man das ja so schön sagt, weil auch bei diesem Root-Only-System kann ja, wenn man nicht gerade den Neustart dann vollzieht, nicht einfach das ganze System beschädigt werden von außen, genau. Das ist eigentlich nochmal so, wenn man von der Sicherheitsaspekt redet. Und wie schon erwähnt, ja, das Einspielen von Treibern und Programmen in der Root-Ebene ist auf jeden Fall komplizierter, als damit zum Beispiel meine virtuelle Kamerafunktion in OBS Studio funktioniert. Hier mit OBS Studio mit Flatpak musste ich sogar extra eine Config-Datei erstellen, damit das Modul auch dazu geladen wird. Wenn man das natürlich nie weiß oder es dazu keine richtigen Dokumentationen gibt und die gibt es einfach zum Teil nicht. Deswegen habe ich ja auch bei mir unter GitHub mein Projekt erstellt, wo ich halt genau diese ganzen Sachen halt mit erwähne, wie man das erstellen oder damit man das zum Laufen bringen kann, weil es selbst in der offiziellen OpenSUSE-Dokumentation für MicroS nämlich viele Sachen noch nicht drinne stehen.
Ganz klar. Ja, aber ich muss sagen, also klar, das wird wahrscheinlich auch ein bisschen schwieriger gewesen sein mit der virtuellen Kamera. Kleiner Ausblick von mir. Ich habe ja gerade mein Debian 12 und ich habe in der Regel OBS über Flatpak laufen. Da ist, aber ich muss sagen, ich habe mich noch nicht damit beschäftigt, dass dieses zwei virtuelle Kamera-Zeugs in dem Flatpak reinzubekommen. Habe ich mir gesagt, ja gut, okay, dann installierst du dir halt OBS aus den Paketquellen. Ist der Debian 12, wird das schon ganz aktuell sein, ja. Quintessenz ist, dass dann da zwar die virtuelle Kamera funktioniert, aber keine Browserquellen, ne? Dann bin ich da gestern Abend nochmal schön reingefallen. Also eigentlich relativ aktuell, aber irgendwas ist da wieder verkehrt. Also von daher, ich denke, was wir da auch wieder sehen bei den Image-basierten oder Immutable Distros, dass wenn das Ding einmal funktioniert oder wenn man dann einmal eine Anleitung hat, dann funktioniert es auf jedem wirklich immer eigentlich zu 100% gleich, weil ja wirklich jeder genau das gleiche System in der Regel hat. Und das ist, glaube ich, auch nochmal einer der ganz, ganz großen Vorteile. Und man kann da gar nicht so viel bewusst, ich sag mal, oder sollte nicht so viel bewusst im System verändern, bis halt auf ganz, ganz spezielle Anpassungen. Ich glaube, was diese Interoperabilität langfristig sehr nach oben bringt. Und ich glaube, dann ist egal, ob man, Silverblue oder MicroOS, glaube ich, sogar nutzt, oder? Gehe ich von aus. Ich denke schon. Also wenn es um den Benutzer geht schon, deswegen ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, dass wir mal nicht nur über den Benutzer sprechen, sondern auch über die Maintainer, die diese Images bereitstellen. Und bei OS3-basierten Systemen im Speziellen, aber in der Regel bei nahezu allen Immutable-Geräten ist es so, dass die halt auf irgendein feststehendes Image zurückzuführen sind. Und ich als Maintainer, ich habe halt nachher wirklich nur noch dieses eine Image, um das ich mich kümmern muss, was halt getestet werden muss. Alles, was im User-Layer passiert, interessiert mich nicht mehr. Und das kann bei mir auch nichts kaputt machen. Ja, solange sich dieses System, Office Suite oder was weiß ich, an die Konvention hält, dass es halt im Root nichts zu suchen hat. Also, sondern dass es halt woanders liegt. Und das macht es halt vor allem für Distributionsmaintainer deutlich einfacher. Einerseits solide, gut getestete, qualitativ hochwertige Images auszuliefern und auf der anderen Seite sich wirklich um die Sachen zu kümmern, die auch wichtig sind. Ja, sich darum zu kümmern, dass halt Netzwerkgeräte super erkannt werden, dass Treiber super integriert werden. So eine Sachen sind auf einmal viel, viel wichtiger, als dass halt die y-ste GTK-Applikation irgendwie oder Qt-Applikation da irgendwie noch reingefriemelt werden muss. Nur weil drei Leute das halt haben wollen. Es ist einfach nicht mehr in dem Scope. Und gerade durch Flatpak, App Images, Snap, aber auch durch Containerformate wie Docker oder sowas, ist es wirklich für die Distributionsmaintainer viel, viel besser geworden, sich auf die Dinge zu fokussieren, die die Distribution ausmachen. Ja, und welche Applikation drin ist, macht die Distribution nicht aus und das Hintergrundbild auch nicht. Und für die Anwendungsentwickler tatsächlich auf der anderen Seite genau andersrum. Ich kriege das selber mit. Ist viel einfacher, sich nur auf Flatpak zu konzentrieren, beispielsweise, als nochmal auf drei andere Distributionen. Wobei das auch so seine Sachen hat. Ich bin da auch nicht zu 100% zufrieden. Aber auf jeden Fall hat es diesen großen Vorteil, der langfristig auch überwiegt. Und das Schöne bei Flatpak, das wissen ja sogar die wenigsten, man kann diese Flatpak-Apps ja nicht bloß systemweit ausrollen, also für mehrere Benutzer am Rechner, genau, sondern man kann es ja auch in der User-Ebene, das heißt nur für den einen Benutzer ausrollen, das heißt, man kann verschiedene Versionen einer App verwenden. Und jetzt kommen wir aber noch zum dritten Punkt, wie gesagt, das wissen die wenigsten. Dazu habe ich auch mal ein Video gemacht vor 2 Jahren auf meinem YouTube-Kanal CryingFly, ist, dass man eine Flatpak-App auch auf externen USB-Geräten installieren kann. Wichtig ist da aber, dass das richtige Dateisystem installiert ist und dass man das dann quasi mountet. Und somit kann man die Flatpak-Apps, die man jetzt zum Beispiel unter Silverblue installiert, auf dem separaten Stick, kann man dann einfach zu oben zu so MicroOS mitnehmen, steckt den Stick dran, mountet das Ganze. Wichtig ist, dass Flatpak natürlich dort installiert ist auf dem System und dann kann man mit derselben App quasi dort einfach weiterarbeiten. Die Diskussion hatte ich im Übrigen gestern gehabt in der OpenSUSE-Bar, wo man da schon ein bisschen, wir schon mit den Gedanken rumspielen, gerade mit der ganzen Sache mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung, dass man dann einfach sich quasi dort den Passwortmanager und alles auf diesen Stick packt und dann geht man einfach an den nächsten Rechner und dann kann man loslegen. Genau. Ich werde übrigens sehr verbunden, wenn du dieses Video oder diese
diese Idee, wie ihr Flatpak-Apps auf Sticks oder auf transportable Devices packt, wenn du das irgendwie mal teilen könntest, dann im Nachhinein oder so. Das kann ich machen, ja. Packen wir auch direkt in die Shownotes von diesem, von dieser Aufzeichnung auch nochmal rein. Sehr gut, ja. Danke euch. Ja, habe ich persönlich nämlich auch noch gar nicht gemacht. Das haben noch nicht einmal die von gestern gewusst, dass das so geht. Ja, das ist so eine versteckte Funktion. Da muss man das aber sich halt sehr über das Terminal sich damit beschäftigen und mit der Dokumentation wieder. Weil selbst die Dokumentation dazu ist halt sehr... Noch kurz zwei Sätze dazu. Flatpak als systemweit oder als User installieren. Das Gleiche funktioniert ja mittlerweile mit Systemd-Services. Ja, Systemd hat einen User-Mode, wo ich dann Dienste starten kann. Mhm. Und wenn man dann als weitere Container-Engine, zum Beispiel Toolbox oder Distrobox mit Podman als Unterbau benutzt, hat man auch da wieder User-Container, System-Container. Das heißt, man kann halt wirklich sehr gut System von Benutzer trennen. Und jeder Nutzer, der sich anmeldet, kriegt halt genau die Umgebung, wie sie ihm gefällt und nicht irgendeine, gerade für Multi-User-Systeme, sprich Terminal-Systeme oder Syncline-Systeme. Das ist halt unglaublich gut. Und für den normalen Workstation-Nutzer ist es auch gut, weil er muss viel weniger Sudo machen. Ja. Sondern kann sich halt einfach in seinem Home-Verzeichnis austoben und da halt alles machen. Und Backups werden einfacher, weil man muss halt nicht das gesamte System backuppen, sondern nur noch das Home-Verzeichnis. Also viele, viele Vorteile, die da aus meiner Sicht mit reinspielen durch diese Trennung. Absolut, meiner Ansicht nach auch. Ich glaube, das Potenzial von diesem portablen Home-Verzeichnis, was du ja so ein bisschen gerade angeschnitten hast, ich glaube, das haben wir alle noch gar nicht gesehen, was das eigentlich für einen Riesenunterschied machen wird, eventuell in der Zukunft. Und ich glaube, da ist noch super viel zu holen. Ich würde noch mal ganz kurz auf ein anderes Thema kurz umschwecken, beziehungsweise einfach mal eure Einschätzungen erfragen, und zwar Ubuntu. Geht ja jetzt in der 24.04 auch mit einem, neben der normalen Version, mit auch einem image-basierten System oder immutable System ins Rennen, und zwar mit Snap natürlich als, ich sag mal, als Performer, wenn ich das mal so nennen darf. Was ist da einfach ganz grob eure Einschätzung, euer Gedanke? Wird das Ganze euch gefährlich oder sagt ihr, naja gut, ist halt mal wieder Ubuntu und mal schauen, wie lange die das machen? Also ich würde sagen, gefährlich wird es nicht. Es wird einfach koexistieren, bin ich der Meinung, weil die halt einfach eine andere Variante aufstellen halt mit diesem Snap im Gegenzug halt zu Flatpak. Also ich denke nicht, dass das groß zu Problemen führen wird jetzt mit Silverblue oder mit MicroS. Aber ich denke, es könnte sich dann halt viel tun, weil, wie sagt man so schön, Konkurrenz belebt das Geschäft. Sowieso. Ja. Also vor allem, was die Open-Source-Tools angeht, denke ich auch, wir können viel davon lernen und das haben wir in der Vergangenheit gesehen. Jetzt bitte jeder Canonical Ubuntu-Freund nicht böse sein wegen der Beispiele, das sind halt einfach die. Als Unity, als Desktop rauskam, haben alle drauf geschaut. Ja, und so Sachen wie halt dieses globale Application-Menü, die haben bis heute durchgehalten und haben ihren Einzug in GNOME gefunden, in KDE gefunden. Ja, schnelle Suchbarkeit per Super-Taste drücken und dann einfach loslegen. Das sind Dinge, das sind Funktionalitäten, die haben wir aus Unity beerbt. Dass Unity das jetzt nicht bis zum Ende durchgemacht hat und jetzt als Spin irgendwo am Rand noch mitläuft, ist sehr schade. Ähnliches könnte man halt auch über Ubuntu Touch oder über Mir sagen. Da sind viele Einflüsse auch zurückgekommen, also Mir war dieser Display-Server, die andere beeinflusst haben, ja. Und so wie Wayland halt natürlich auch Dinge von Mir adaptiert hat und so wie Systemd Dinge von Upstart adaptiert hat, werden auch zukünftige Generationen von Containerformaten oder Distributionssystemen voneinander abgucken. Und das ist ja das Schöne an Open Source. Was halt sehr schade ist, und das ist jetzt ein Snap-explizites Thema, Snap ist halt nicht Open Source. Also zumindest nicht die Serverkomponente. Und das ist wirklich sehr, sehr schade, weil ich glaube, dass sowohl Snap als auch Flatpak sehr davon profitieren könnten, wenn es Open Source wäre und diese Paketformate und die Build-Systeme mehr voneinander lernen könnten und der Nutzer am Ende natürlich mehr davon hat. Erstens das, und ich glaube auch nochmal Snap ein ganz anderes Standing geben würde, als es das jetzt hat. Also, weil jetzt kann man ja wirklich ohne große oder ohne schlechte
schlechten Hintergedanken, Snap als wirklich den nicht bösen darzustellen, aber naja, es wird ja immer wieder so ein bisschen suggeriert oder schwingt so ein bisschen mit. Ja, ganz einfach, weil halt eben nicht alle Teile Open Source sind. Und da geht Flatpak halt eben ganz, ganz anderen Weg, einen anderen Weg. Und ich glaube, das ist auch absolut der grandiose Erfolg von Flatpak, dass genau das halt gegeben ist, dass wir wieder diesen Raum für Innovation haben, was meiner Ansicht nach eigentlich einer der riesen Vorteile von Open Source ist, weil sonst wären dann nie die image-basierten Systeme so dann gekommen, weil man halt super easy dann doch genau erstens auf diese freien Alternativen wie Flatpak setzen kann, aber halt eben auch genau besser integrieren kann, da auch mitwirken kann, auch nochmal sagt ja beide auch, es macht extrem viel Spaß mitzuwirken da und eventuell das Projekt in die richtige Richtung zu stupsen, sage ich mal. Und ich glaube, das macht tatsächlich auch einen großen Teil aus. Und ich glaube, solange Canonical da nicht den Weg geht und Snap freier macht, ich glaube, wird das in dem Stadium bleiben, wie wir es gerade sehen. Zwar wird Canonical das natürlich mit aller Kraft durchdrücken auf ihrem System, aber wir sehen ja, wie viele andere Distributionen mitgezogen sind und das sind, glaube ich, quasi ohne die ganzen Editionen von Ubuntu gesehen null. Also nicht, dass ich wüsste, dass es da irgendjemanden quasi in unserem Spektrum gibt, der da wirklich eine Bedeutung spielen könnte. Ja, also und die Historie zeigt ja auch, dass freiere Systeme in der Regel sich gegenüber dem Freemium-Ansatz irgendwie stärker halten. Jetzt zuletzt Nextcloud, OwnCloud, ja in dem Moment von Nextcloud andere Contributor zugelassen hat, anders als OwnCloud, die niemals wirklich Outside-Contributor zugelassen hat, genau, ist das völlig durch die Decke gegangen und der Marktanteil von Nextcloud gegenüber OwnCloud ist einfach das vernichtende Urteil. Und Snap hat aus meiner Sicht technologisch auf dem Klientensystem sogar eigentlich die Nase vorn. Flatpak macht ausschließlich, Stand heute, oder ist auch nur darauf ausgelegt, für Desktop-Applikationen. Richtig. Snap hingegen ist ein komplett, erstmal sagen wir mal, freies Containerformat, wo ich einsperren kann, was ich will. Ja, ob das ein Kubernetes ist, den ich da einsperre, oder mein Geary-Mail-Client, ist Snap völlig Wurst. Und damit hättest du eigentlich die Alternative zu Docker. Ne? Jetzt mal weiter genau. Gespannt. Ne? Das und stimmt. Das ist auch nochmal unglaublich. Ich glaube, was man sich auch gar nicht so richtig ins Gewissen ruft. Ja? Unsere Zeit ist leider schon fast zu Ende. Lass ich nachschauen, wie lange wir haben. Wir haben quasi, Jan, bis 25, wir haben ja noch 5 Minuten Zeit, die nutzen aber auch sowas von aus. Genau, hat jemand von euch noch einen Punkt, den er ansprechen möchte? Ansonsten hätte ich 1-2 Fragen mitgebracht auch nochmal. Dann stell mal deine Fragen. Ich stelle meine Frage. Also beziehungsweise verändert hat vorhin geschrieben, was ist denn mit der Festplattenauslastung mit den ganzen Container und Snapshots? Wird doch einiges mehr an Speicher brauchen, oder? Ist die Frage an euch. So, wie sieht es mit Speicherplatz generell aus? Ihr habt wahrscheinlich alle drunter jedenfalls kein XT4-Dateisystem, gehe ich von aus, oder? Butterfish. was tatsächlich, wenn man Compression benutzt, mehr CPU-Last verursacht, aber sogar Festplattenplatz spart. Ein Standard Fedora Linux ist um bei 2,5-4 Gigabyte, ein bisschen kleiner als Silverblue, was sehr schlank ist im Gegensatz, wenn man ein volles Ubuntu zum Beispiel installiert. Auf der anderen Seite, ja, durch die Containerformate, vor allem wenn man sehr, sehr fragmentiert arbeitet, kann es natürlich dazu kommen, dass man bestimmte Sachen faktisch doppelt auf dem System hat. Ja. Einmal so, jetzt hat man so GNOME-Libraries, die irgendwo in dem Flatpak leben. Auf der anderen Seite hat man natürlich eigene GNOME-Libraries, die mit der Distribution kommen. Die können auch mal in unterschiedlichen Versionen sein. Und das ist bei Containern natürlich genau das Gleiche. Ja. Wenn ich MariaDB 10.8 und MariaDB 9 irgendwie installiert habe, nebeneinander, kostet das mehr Festplattenplatz. Aber versucht das mal unter Debian ohne Container zu machen. MariaDB 8, 9 und 10 nebeneinander zu installieren. Und das ist da, wo es eigentlich reinkommt. Und das ist auch bei Flatpaks ist es so. Es ist sehr viel besser zu handhaben. Und da nehme ich das auch in Kauf, dass ich hier oder da 100 Megabyte mehr verursache. Wer jetzt konkrete Zahlen haben möchte, so ein seit mehreren Jahren in Betrieb laufendes System mit Fedora Silverblue, inklusive aller Daten, die ich so drauf habe, was nur Applikationsdaten sind, meine Home-Daten liegen woanders, und bin ich bei circa 40 Gigabyte. Ja. Das ist ordentlich. Ich habe noch nie einen Laptop gesehen, der weniger als 40 Gigabyte Festplatten hat.
Das stimmt in der Tat. Ich vergleiche mal bei mir. Ich weiß nicht, was bei mir noch alles mit drauf ist. Eigentlich ist mein Home-Verzeichnis ausgelagert, meine Daten eigentlich auch. Eigentlich. Aber ich habe trotzdem 75 Gigabyte an Platz verbraucht. Ich habe aber kein Timeshift laufen. Ich muss mal schauen, wo das Ganze ist. Ich glaube, ich lasse das direkt mal durchlaufen. Ich habe da so ein cooles Tool. Ich glaube, das ist bei mir auch ganz viel Flatpak, aber ich habe auch super viel Flatpak. Eigentlich so ziemlich alles, was es da gibt. Ja, gut, ich lasse mal durchlaufen. Ich habe fast nur Entwicklungssachen hier. Also, das ist gut. Ja, ich habe auch LaTeX und die ganze Mist drin natürlich, ne? Und dann hast du direkt nochmal 3-4 Gigabyte mehr. Steve, sieht es bei dir aus? Kannst du das zufällig rausfinden? Ziemlich schnell? Einfach mal der Neugier nach. Du bist gerade gemutet, nur dass du Bescheid weißt. Bei mir ist es ähnlich wie unter Silverblue, was der Festplattenbedarf angeht. Aber wie gesagt, ich sehe das auch nicht so tragisch, weil letzten Endes, wenn man gerade das Thema wieder anspricht mit den Flatpak-Apps, aufgrund, dass man halt verschiedene Versionen verwenden kann, ist es natürlich auch für die Entwicklung solcher Apps halt auch wieder von Vorteil. Aber von der Auslastung, gut, ich bin sowieso noch mal ein bisschen, ich habe ja mehrere Festplatten bei mir verbaut, deswegen auch gerade das Thema ja wieder mit dem KVM, das ist alles ausgelagert bei mir, um halt das System als solches halt klein zu halten. Ja, genau. Absolut. Okay, sehr, sehr cool. Ansonsten hätte ich noch mal eine abschließende Frage, wo ihr gerne euch noch mal ein bisschen, wenn ihr wollt, fetzen könnt. Und zwar, oder natürlich auch einen gern persönlichen Abschluss. Und zwar, angenommen, wir haben ein Rennen genau zwischen OpenSUSE MicroOS oder Kalpa, beziehungsweise die anderen Editionen, und Silverblue. Wer würde eurer Stelle nach das Rennen machen und wieso? Ich wähle die GCC-Antwort. Also jeder, der es nicht weiß, OpenSUSE ist führend, oder SUSE grundsätzlich ist führend, was die Entwicklung von GCC angeht. Ja, jeder, der es noch nicht gehört hat, guckt mal rein, was die Contributor sind, das ist alles SUSE. Auf der anderen Seite, Fedora, das mag man jetzt mögen oder nicht mögen, wird inklusive dem GNOME Desktop und vielen Sachen, die da drin sind, sehr, sehr stark aus dem Red Hat-Ökosystem gespeist. Und wir sehen halt anhand von Pipewire, Systemd und ähnlichen Tools, dass der Trend dahin geht, dass die Technologie, die Red Hat vorwärts treibt, sich eher durchsetzt als die Technologie, die OpenSUSE oder SUSE vorwärts treibt. Sonst hätten wir jetzt Wicked als Network-Device-Händler. Und deswegen denke ich, wenn man der Historie glauben darf, würde Fedora das Rennen machen, aber SUSE auf gar keinen Fall von der Bildfläche verschwinden, sondern immer ein unglaublich wichtiger Teil in der Open-Source-Umgebung sein, weil wir sehen es einfach, wenn wir in die Contributions reingucken, SUSE mit seinen ein Zehntel Angestellten im Vergleich zu Red Hat, ist halt einfach nur 3 oder 4 Plätze dahinter, wenn es um Contributions geht. Ja. Und das muss man auch einfach mal hochhalten, dass da viel Wert geschaffen wird in Nürnberg und in der Welt. Auf jeden Fall. Das ist aber halt auch, deswegen hat man ja dieses System oder geht man ja eigentlich diesen Weg mit diesem MicroS, sage ich jetzt mal, oder mit diesem ALP, was ja auch schon mal war das heute schon mal? Nee, weiß ich nicht. Letzten Endes geht es ja darum, man will ja auch die Entwicklung, die Manpower, gerade bei den ganzen Open-Source-Projekten, je weniger oder je mehr man das bündeln kann, umso einfacher ist es natürlich dann für die Weiterentwicklung. Ne? Deswegen ist es ja eigentlich auch so, dass halt wahrscheinlich mit OpenSUSE Leap dann später, dass man halt auch so in diese ALP-Richtung gehen will, um einfach den Unterbau immer schlanker zu machen und halt Ressourcen zu sparen. Genau. Aber ich denke... Ich denke, ja, ist klar, was die Silverblue-Sache angeht, ja, es wird ein schöner Kampf werden, aber ich denke, beide werden nicht von der Bildfläche verschwinden, auf keinen Fall. Und ich bin total froh, dass du nicht gefragt hast, ob OpenShift oder Rancher sich durchsetzen wird, was ja auch genau die gegenteiligen Lager sind, weil da bin ich ganz anderer Meinung. Okay. Ich glaube, das ist aber auch einfach nicht mein Gebiet. Sehr cool. Meins tatsächlich auch nicht. Von daher hätte ich da auch gar nicht so viel dazu. Ja, dann wärst du gewesen. Vielleicht noch mal am Ende, warum jetzt 74 oder 75 Gigabyte ich jetzt habe. Bei mir sind 40 Gigabyte Snap oder Flatpak tatsächlich. Ne? Also doch einiges. Also aber ich habe auch
Ja, also wobei, also genau, Snap habe ich 4 GB oder 5 GB, habe ich Flat, die Flutter-Umgebung hauptsächlich drin und der Rest halt alle Flatpaks, also doch sehr, sehr viel. Ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für eure Zeit. War meiner Ansicht nach ein sehr, sehr erfrischender Austausch und auch nochmal ein komplett neuer Einblick in die Welt der image-basierten Linux-Distributionen. Ich bedanke mich ganz herzlich und ich würde sagen, wir geben zurück an die Moderation.